Yo Leute und willkommen zurück zu Nier Replicant Version 1.2. Wir haben beim letzten Mal den Adler... Nee, das war gar nicht beim letzten Mal. Wir haben auf jeden Fall den Adlerhorst versenkt. Beim letzten Mal sind wir noch ein, zwei Nebenquests nachgegangen. Und jetzt haben wir eine Benachrichtigung aus dem Junkheap, dass die Waffe fertig ist und aus dem Schrottplatz. Und ich glaube, der Schrottplatz ist letztendlich auch das einzige Gebiet, aus dem uns noch hier so ein Stein fehlt, nämlich das Gesetz der Robotik. Und danach würde ich vermuten, hätten wir Zugang zum Shadow Lord oder wüssten dann zumindest, was wir tun müssen oder so. Naja, mal sehen, was sich hier noch so lichtet und was nicht. Wieder die Brücke erklemmen. Mehr Arzneikraut kann ich leider nicht tragen. Das macht aber nichts. Arzneikraut voll zu haben, ist jetzt nichts, was mir Schmerzen bereitet. Joa. Und danach können wir uns bestimmt wieder durch die Fabrik kämpfen, da unten. Ich freue mich schon. Hello! Kleiner Sohnemann, der du aus Versehen deinen Bruder umgebracht hast. Hey there. Your weapon is ready to go. Great. Thanks. Oh, mein Bein. Wir haben das Zweihandschwert Eiserner Wille erhalten. With a weapon like that. You were going to say? I need to ask you for a favor. Ach ja, richtig, genau. Er wollte ja auch noch was von uns. I want you to avenge my brother. That is a rather ponderous favor. It's my mission. It's the whole reason I've been creating these weapons for the past 4 years. I don't care about money. I only care about making a weapon strong enough to kill those bastards. Okay, der Kleine scheint mir ein bisschen besessen zu sein. Bastards. The ones in the mountain. That little Shade and his robot. A Shade has joined forces with a robot? There's a Shade in there? Yes. And what have we decided? We're gonna kill it. Natürlich. Wie jeden Schatten. By the way, what can I help you with? So. Wollt mal gucken. Eigentlich kämpfe ich ja die ganze Zeit mit Zweihandschwertern, weil die schon mächtig sind. So. 700 Schaden wird die machen, wenn ich ihn nochmal aufrüste. Was bräuchte ich denn dafür? Rostiges Küchenmesser und dezentes Armband. Wo bekomme ich denn solche Sachen her? So, ich bin aktuell bei 418. Axt der Niedertracht. Bestienfürst. Ach, guck mal, die ist Stufe 2, der eiserne Wille. Ach so, ach, das ist die, die ich gerade bekommen habe, ne? Oh, die scheint mir ziemlich krass zu sein, ist aber extrem schwer. Oh, macht ordentlich Kavums. Und ich habe alles, was ich dafür brauche. Ja, komm, wir probieren es mal aus, ob ich auf extrem schwer oder mit extrem schwer noch irgendeinen Unterschied verspüre. Komm. Aber wir probieren sie zumindest mal aus. So, Waffen. Jetzt müsste eine dabei sein, die Stufe 3 ist. Genau, der eiserne Wille. Ich glaube, ich nehme da Vergiften. Vergiften war doch eigentlich ganz nett. Ich habe gerade noch gesehen, wenn man die Waffe hier zuweist, kann sie auch die Geschichte durchlesen. Kann man für jede Waffe, glaube ich, machen. Ich
Stimme meinen Geburtsschrei an. Der Klang, wie erhitztes Metall geformt wird, ein Stahlhammer, der mich in Form bringt, geboren, um befreiende Gerechtigkeit zu bringen, begebe ich mich in die Welt unter der sorgsamen Obhut von Funken und Flamme, die Licht in die Dunkelheit bringen. Ich bin eine Klinge, die aus ohrenbetäubendem Lärm geboren ist. Ich bin eine Waffe, ich bin eiserner Wille. Ich bringe den Tod. Ich wandle das Entsetzen und die Schreie meiner Feinde in Hochgefühl. Ich schmücke meine eiserne Haut mit ihren Eingeweiden. Wenn ich ihnen das Leben raube, erfüllt mich das mit dunkler Freude. Wenn ich sie zerquetsche, ergibt meine Geburt einen tieferen Sinn. Und ich töte weiter, damit ich diese Freude mit allen teilen kann. Ich töte und töte und töte. Ich bin eine Waffe, ich bin eiserner Wille. Ich bin zerschmettert nach dem Kampf. Wenn das Blut vergossen ist, wird mein Körper von Bosheit und Hass zerrissen. Heute kämpfe ich erneut gegen rote Drachen und magische Kräfte auf schnappende gegen den roten Drachen. Und magische Kräfte treffen auf schnappende Zähne aus Eisen, die einen Blutsturm zeitigen. Mein Stahl ist verflucht, ich sinke in einen schwarzen Schlummer. Ich bin eine Waffe, ich bin eiserner Wille. Ja, es ist nett, dass sie solche Details gemacht haben, aber ich lese mir jetzt hier erstmal nicht jede Waffenstory durch. Tja, wenn man jetzt mal so ganz genau wüsste, wo man hin muss. Wo ich diesen Schatten finde. Ja, ist nochmal ein bisschen langsamer, vor allen Dingen die Wegsteckanimation. Aber gut, sie macht auch mächtig Kavumm, aber schauen wir mal, wie sich das im Kampf so auswirkt. Vielleicht gehe ich aber wieder auf meine alte Waffe zurück, wenn es mir zu langsam ist. So, hier drin hat man jetzt wieder das Problem, dass einem das rote X nicht mehr angezeigt wird. Wo muss ich jetzt hin? Eigentlich nicht so viel Lust, hier wieder alles ablaufen zu müssen. Aber ich... Wurde einem das schon mal gesagt, wo er sich genau befunden hat? Als sein Bruder irgendwie von diesem Roboter erwischt wurde, wo ich ja den Eindruck habe, dass er daran selber nicht so ganz unschuldig ist. So. Dafür reicht jetzt hier zumindest ein einfacher Schlag, um so einen Robot zu besiegen. Obwohl, ich hätte eher den Eindruck, sie müssten unten sein. Weil das war ja so ein großer Roboter, ne? Der ihn umgematcht hat. Und die waren alle unten gewesen, diese großen Robots. Na, ich habe den Eindruck, dass wir hier gar nicht so richtig sind. Allerdings ein paar Crafting-Materialien können ja auch nicht schaden. Zack. Zack. Ein Schlag immer drauf. Und hier ist alles hinüber. Oh. Hallo? Hallo, eine nice Reichweite, diese Waffe. Aber ich glaube, das hatte die alte auch schon. Hm. Ich habe ja nicht den Eindruck, dass wir hier oben richtig sind, aber wir gehen jetzt nochmal. Alle drei auf einmal mit einem Schlag. Triple Kill! Oh, hier ist gar keiner. Ich bin ja doch richtig. Nö. Ja.
Bam. Oh, beide abgehauen. Unverschämtheit. Rätselhafte Schalter haben wir direkt bekommen. Nice. Die sind gar nicht mal so häufig. Also die sind ein bisschen seltener als die normalen Materialien. Jetzt hinüber. Hier kommen auch ein paar Gegner, habe ich gerade schon gesehen. Mal alles wegrasieren hier. Ja, er braucht schon ziemlich lange mit dieser Waffe, um mal wieder in seine Laufanimation zu kommen. So, aber das hat irgendwie alles nichts gebracht. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal den nächsten Fahrstuhl an. Und begeben uns eine Etage tiefer. Ist auch geil. Man sieht hier auf der Karte, dass hier theoretisch Gänge sind. Aber man kommt so null rein. So. Hier ist auch ein Fahrstuhl, den wir schon länger nicht mehr benutzt haben. Geht der auch in die zweite Etage runter oder in die unteren Geschosse? Obergeschoss. Mal gucken, da ich nicht... Achso, hier oben waren auch noch so ein paar vereinzelte Räume, ne? Ich wette, es ist komplett falsch. Kamera, dreh dich. Oh. Genau, hier ist nämlich auch noch so ein Gang gewesen, wo wir noch nie reingekommen sind, glaube ich. Und sonst war hier oben auch nicht viel. Wir hätten den anderen Fahrstuhl nehmen sollen. Stimmt. Ich glaube, ich bin jedes Mal verwundert, wenn ich hier bin, dass hier mal irgendwie so gar nichts Spannendes ist. Aber ich überlege doch, als wir zum ersten Mal in die unteren Etagen gekommen sind... Jetzt sind wir auch mal irgendwo anders ausgekommen. Als da, wo wir jetzt immer auskommen. Aber egal, wen interessiert's. Wir nehmen einfach den Weg, den wir jetzt können. So. Und das ist doch unser üblicher Fahrstuhl. U1, U2, wissen wir es? Ich glaube, U1 war ich auch schon ewig nicht mehr. Was ist denn nochmal auf U1? Waffentestbereich. Also ich glaube, dass ich U2 will, aber ich weiß es nicht, Leute. Zur Not müssen wir jetzt nochmal komplett U2 absuchen. Und wenn da nicht unser Ziel ist, müssen wir halt nochmal U1 absuchen. Aber U2 war hier der einzige Ort, wo die Robos rumrannten, die wir auch in der Cutscene gesehen haben mit den Brüdern. Genau, ich meine doch, hier sind wir doch auch irgendwann mal von oben gekommen, oder? Neue Stufe 28. Nice. Ach so. Ist immer noch nicht offen. So.
Könnte sogar die Bombe nehmen, das da aufspringen, oder? Ich weiß es nicht, Leute, wo wir so wirklich her wollen. Die lässt sich nicht öffnen. Hier kommen wir auf jeden Fall in den Bereich mit den Robotern. Aber es hilft ja nichts, ne? Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, muss ich alles absuchen. Ups, nicht hinüber die Kanone. So. Endlich mal wieder diesen Pfad hier entlang gefahren. Von geradeaus kommt einer. Ach, den haben wir sogar schon aus der Ferne erwischt. Oh Mann, ey. Vielleicht habe ich auch die Stellen verwechselt. Jo, und ich glaube, wir sind angekommen. Aber auch hier ist nach wie vor rot. Okay, also wenn es hier nicht ist, es gibt im Prinzip noch zwei Bereiche, wo wir dann noch nicht gewesen sind. Die müsste man dann auch nochmal absuchen. Aber eigentlich kann ich mir noch vorstellen, dass es hier hinten irgendwo ist. So, hier kommt direkt so ein Digger raus. Ja, und er kickt mich auch mal direkt weg. Guck mal, wie viel Schaden ich dem mittlerweile mache. Selbst mit einem normalen, schnellen Schlag muss ich den nur dreimal anhauen. Auch hiermit geht's ganz gut mittlerweile. Ich habe nur nach wie vor keine Peilung, wo es hingehen soll. Ich meine, hier sind theoretisch noch auch noch so ein paar Räume eingezeichnet, wo ich noch nie drin war. Aus Gründen. Hier der Raum zum Beispiel. Tür ist defekt nach wie vor. Hier müsste man nach wie vor irgendwas hinschmeißen. So, war hier nicht auch noch so ein großer? Ne, hier war irgendwas anderes. Hier waren Bomben, wobei ich mich auch frage, was sollen die Bomben hier hinten, ja? Oder es muss noch irgendeinen Trick geben, dass man die so weit tragen kann. So, hier gibt es auch nochmal neue Bomben. Damit komme ich bis hier hin, aber auch nicht bis hier hin. Oder kriegt man irgendwie auf diesen Metallplatten hier auch nochmal Bomben zum Spawnen? Naja, schauen wir mal, was der Raum hier unten bringt.
Oh, ein seltener Loot. Eine Titanlegierung. So, und ich glaube, hier waren auch nochmal zwei von diesen Robos dabei. Von diesem großen. Zack. Gedächtnislegierung. Ja, wieder am falschen. So, Titanlegierung. Tja. Besiege den Roboter, der den Bruder getötet hat. Ja, ey, sag mir doch mal, wo der ist, Spiel. Ist das zu viel verlangt? Nach wie vor keine Bomben hier, womit ich das hier mal umhauen könnte. So, auch die haben wir alle erledigt. Ausgerissener Bolzen, mehr kann ich nicht tragen. Waren wir hier noch nie? Achso, die Tür ist defekt und lässt sich nicht öffnen. Ich war schon gerade sehr erstaunt. Waren wir hier noch nie? Wie kann das denn sein? Ja. Nach wie vor keine Bomben in der Nähe, um da irgendwie ranzukommen. Tja, dann gehen wir nochmal in die Schrotthaufentiefen. Ist auch alles nach wie vor genauso verschlossen wie immer. Was hier an Loot auf dem Boden rumliegt, ey. Also kaputte Motoren und abgetrennte Kabel. Ah, kann ich eh nicht mehr tragen, wollte ich gerade sagen. Die werden mir wahrscheinlich so schnell nicht mehr knapp werden. Bin noch nicht so überzeugt, ob wir hier wirklich richtig sind. Ja, hier ist jetzt wie immer das Ding, wo man sich nach oben zwirbeln kann. Na gut, man kann sich wieder auf diese Bossfight-Arena da drauf fallen lassen. Ja, guck, das machen wir jetzt noch zusammen. Und ansonsten... Ah, okay. Scheinen wir doch irgendwie richtig zu sein hier. All that matters is that we kill them both. Okay, Leute, ich vermute, wenn hier ein Dialog getriggert wird... dass wir hier doch irgendwie richtig sind. Jo, dann gehen wir hoch. Lass uns in die Bossfight-Arena droppen. Und ich hoffe, da ist dann auch ein Bossfight. Oh, nicht ganz so schnell. Genau, weil ich wollte hier oben nochmal speichern. Nicht wieder drauf reinfallen. Ah, okay, doch. Wir sind auf jeden Fall richtig hier. Das hat uns bis jetzt auch nie aufgehalten. Come on.
Naja, gut, okay. Hat sich das ja doch noch geklärt. Oh, hello, my friend. Ach stimmt, da saß wirklich ein Shade oben drauf, hat man jetzt gerade gesehen. Naja, wenn er auch nicht stärker ist als seine anderen Kumpanen hier, wird das ein ziemlich schneller Fight. Aber schauen wir mal. Weder die Roboter noch die Shades waren ja bisher sehr beeindruckend. Mal gucken, was mit der Kombi hier los ist. P33. Ist auf jeden Fall ganz schön groß. Intruder detected. Intruder detected. Oh, what the fuck. Was geht denn mit ihm ab? Looks like he fell. Lord, it's enormous. Intruder detected. Scanning. Scanning. Ja, pass mal auf hier. Oh, wow. Der hält einiges aus, meine Freunde. That thing is commanding the robot somehow. Aim for the legs. Knock it down. Okay, wir sollen auf... Das ist wie der Kampf gegen diesen Schildritter aus Demon's Souls, dem man auch erstmal die Füße weghacken musste. Und wenn er liegt, konnte man dann richtig Schaden machen. Oh, wow. Must defend my mission. It's a shade. It's a shade. Ja, das wissen wir. Okay, der macht aber auch erschreckend wenig Schaden für einen Boss. Also es ist teilweise krass, wie unterschiedlich der Damage-Output ist. Ah, jetzt. Kriegt er gerade viel mehr Schaden. Oh, schade, schade, schade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt dreht er ab. Oder was geht hier ab? Oder er schafft eine noch größere Version von sich oder von was auch immer. Oh nein. Er zieht dieses ganze Metall an und jetzt wird er auch noch zum fliegenden Robo, oder was? Sieht so ein bisschen aus wie Flügel. Exterminating. Exterminating! Ja, wenn du meinst, dass es jetzt besser geht, mein Freund. Zur Sicherheit. Transform? Das ist ein Transformer, hast du schon richtig erkannt. Oh, okay, jetzt fliegt er. Watch for falling debris! Look out! Escape! 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 Also ist von den Bossfight-Mechaniken ist es irgendwie schon witzig gemacht. Wobei diese richtigen Bosse immer mehr oder weniger trivial trotzdem sind. Wie so ein paar Zwischenbosse waren da irgendwie schon deutlich härter gewesen. Nein, alles daneben gebrezelt. Oh, kann nicht wahr sein. Where do you think you're going? So, da haben wir es doch eigentlich. Wieder deutlich zu schnell. Error. Wow, hier kommen immer noch Sachen auf uns runtergefallen. Ich dachte, der Kampf wäre zu Ende. Ui. Können wir noch irgendwas tun? Er ist doch hinüber, oder? Ach so, jetzt müssen wir... Ah, oh, ah, oh. Mache ich hier gerade irgendwas? Okay, wir haben's. Das war jetzt irgendwie nochmal confusing hier zum Schluss. Jawohl, gibt's nicht. Einmal in der Mitte durchgeslasht, nice. Defend my mission. Ja.
Ich fürchte, dass wir es so nicht mehr gebacken kriegen, mein Freund. Hugh. You stupid machine! You killed my family! You took everything Klong. From me! Hey, come on. That's enough. I did it! Now that this goddamn thing is dead, I can forage wherever I want! Just wait, you goddamn freak! Now I can make all kinds of powerful weapons! Ich glaube, der ist ein bisschen drüber, der Junge. Kann das sein? Leave it all to me! Look, we get it. Leicht in Rage, in blinder Rage quasi. Scheint mir auch irgendwie eher eine tragische Figur zu sein, dieser Hatred Junge. And madness will never heal a wounded heart. Da ist korrekt Weiß, da sprichst du mal wieder Weisheiten aus. Dieser Weiß spricht Weisheiten aus. Meine Fresse. Maybe it's just all he's capable of right now. Revenge is a fool's errand. Yeah, I know. Yay! Das letzte Fragment, oder? Jo, das sieht so aus. Kein X auf der Karte. Gut, wir haben kein X auf der Karte. Ich würde trotzdem sagen, wenn wir kein X auf der Karte haben und sich keins mehr gibt, gehen wir mal zu Popola zurück. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt dieser komische Runenstein oder was auch immer das ist, was uns das genau bringt. Aber an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin.